ja hier jetzt einen Ballungspark haben, nicht? Wer das auch möchte. Ich würde gerne, dass wir mal darüber reden. Aber es war schlecht. Wir stehen hier auf dem Bahnhofsvorplatz. Ehemals öffentlicher Raum, Ort, wo sich Leute aufgehalten haben, Passanten durch konnten, wo Demos stattgefunden haben, wo die Suppenküche war und die Skater. Der Platz, der verkauft worden ist 2011, vor 4 Jahren, an den privaten Investor, der das hier zubauen will mit einem einzigen Hochhaus. Das Projekt ist eigentlich längst gescheitert, sollte längst fertig sein. Nächstes Jahr läuft eigentlich die Baugenehmigung aus, das wird nicht mehr erreicht werden. Das Projekt hätte jetzt abgewickelt werden können. Es gab auch eine breite Bewegung, es gab eine Petition, die gesagt hat, jetzt kann man den Platz zurückholen, ohne dass die Stadt sonst was machen muss. Stattdessen hat der Senat klamm und heimlich, ohne irgendjemand, die Öffentlichkeit, die Bürgerschaft, die Fraktionen zu befassen, die Baugenehmigung verlängert, weil er einfach partout findet, dass hier der Investor seine Geschäfte machen soll. Es gibt keinen Bedarf für dieses Projekt, es ist nach wie vor nicht mal ausgelastet. Es wird wahrscheinlich sich auch noch jahrelang hinschleppen mit dieser Grube hier. Und es ist eine einzige städtebauliche Sünde, die hier stattfindet. Das wird diesen Platz, der eine wichtige Funktion hatte und hat für Bremen, verschandeln mit einem architektonischen Ungetüm erster Güte. Und es ist ein Skandal, dass das so stattfindet. Und ich bin der Meinung, es kann immer noch gestoppt werden. Es kann immer noch ein Ortsgesetz beschlossen werden, was hier eine vernünftige Nutzung regelt. Und dann wäre die ganze Bebauung hinfällig und man sollte es so schnell wie möglich tun, bevor die Stadt dann noch ausführlich in Regress genommen wird, durch die Dummheit des Senats, die Genehmigung jetzt zu verlängern.